Mahlzeit, liebe Freunde, und herzlich willkommen auf Venero TV zu einem weiteren Destiny 2 Video. In diesem Video zeige ich euch alle Standorte der Kate Schatzkisten für diese Woche vom 10. Oktober an, und wir werden dann natürlich auch zeigen, was da alles drin ist. Also wer Bock drauf hat, der geht erst einmal hier in den Hangar zu Kate und kauft sich alle 5 Schatzkarten. Dann geht's auch schon zügig los auf Nessus. Wir fangen als erstes an auf dem Wächtergrab. Das ist ein Schnellreisepunkt hier im Norden von Nessus. Dort holen wir uns dann diese Schatzkiste. So, wir reisen hin, packen unseren Sparrow aus und fahren Richtung zum Baum. Dort stand auch schon einmal Xur, also jeder sollte eigentlich diesen Spot hier kennen. Ja, mein Jäger, der schafft es leider nicht, hier hoch zu springen. Da muss man schauen, wie man auf den Baum kommt. Beispielsweise hier herum, das ist aber kein Problem. Ich bin halt an den Titan gewohnt, der wäre da hochgekommen. Daher entschuldigt mir bitte diesen Sprungfail. Für die nächste Schatzkiste fahren wir direkt von hier weiter. Und zwar müssen wir da in die Wirrnis. Diesen Spot hatten wir schon einmal in einem Kate Schatzkisten Video. Sollten die ein oder anderen sich daran erinnern. Wir nehmen aber hierbei unseren Sparrow raus und düsen einfach mal los. Folgen den Weg, wie ich den hier fahre. Und dann sollte man das eigentlich nicht verfehlen. Ich habe mir hier so ein Adventure markiert, damit ich so ungefähr die Richtung kenne. Hier in die Schlucht runterzufahren ist vollkommen richtig. Dort, wo es dann so orange leuchtet, da geht es dann noch ein kleines Stück rein. Fahren wir auch rein und dann diesen gepflasterten Weg hier gleich rechts halten. Und dort am Ende ist auch schon eine Kate-Schatzkiste. Ihr seht vielleicht, ich stehe jetzt immer ein bisschen länger vor den Schatzkisten, bevor ich sie aufmache. Das hat den Grund, wenn ihr dann ein bisschen länger davor steht, dann bekommt ihr auch immer Loot. Denn wenn man die Schatzkisten zu schnell öffnen sollte, dann können sie durchaus sehr oft einfach mal leer sein. Die nächste Schatzkiste von Exodus Black. Zu diesem Schnellreisepunkt werden wir jetzt für die nächsten 3 Schatzkisten immer wieder zurückkehren. Aber eins nach dem anderen. Wir fahren hier erstmal rechts entlang, da wo es normalerweise zum Strike gehen würde. Kennen sicherlich die ein oder anderen. Dort war die Kiste auch schon einmal versteckt. Finde ich nicht so gut, dass man jetzt bereits schon alte Verstecke verwendet. Dass da anscheinend auch die Ideen für sogar für Verstecke ausgehen. Naja, was soll man tun? Hier ist auf jeden Fall die Schatzkiste. Loot-technisch habe ich diese Woche, naja, nicht so guten Loot aus den Schatzkisten bekommen. Aber so ist das mal. Letzte Woche dafür hatte ich einen richtig guten Loot mit Exo-Engrammen und legendären Engrammen und legendären Waffen. Aber als erstes holen wir uns erstmal die nächste Schatzkiste, dazu wieder in Exodus Black starten, dann hier gleich rechts lang in die Höhle rein. Ich spule hier etwas vor, mit ein bisschen Zeitraffer, damit die Fahrt nicht allzu lang dauert, dann hier am Teleporter vorbei, nicht in den Teleporter, und dann schön hier durch die Höhlen. Hier gibt es eigentlich nicht allzu viele Abzweigungen, daher solltet ihr das nicht verpassen können, bis wir dann hier rauskommen, versunkene Kaverne. Und dort rechts halten, da gibt es auch gleich einen Eingang. Und diesen Ort hier kennen, denke ich mal, alle aus der Kampagne, wo man Kate befreien musste, ne? Wo die Steine so in der Luft schweben, kennt, denke ich, jeder. Und hier ist auch schon die Schatzkiste. Aus dieser Schatzkiste habe ich das Nudelsuppen-Emblem bekommen. Darüber habe ich mich eigentlich ziemlich gefreut. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und um jetzt die letzte Schatzkiste zu holen, müssen wir wieder auf Exodus Black uns hinporten und dann hier links lang mit dem Sparrow einfach langfahren, genauso wie ich das mache, dann solltet ihr das Ganze nicht verpassen. Während ich dahin fahre, würde es mich mal interessieren, ob ihr immer noch Schatzkisten sammelt oder ob ihr dann jetzt mittlerweile sagt, naja, ich weiß nicht, eigentlich habe ich schon alles, die 25.000 Gilmer kann man sich jetzt eigentlich mittlerweile auch schon sparen. Das war vielleicht am Anfang recht spannend, aber jetzt ist das nichts mehr so. Oder sagt er, ja doch, ich weiß eh nicht, wohin mit meinem Glimmer. Ist eigentlich eine gute Sache und mach bitte weiter solche Videos, wo du zeigst, wie man da hinkommt. Übrigens hier die 5. Schatzkiste. Ich hoffe, ich habe euch durch mein Gequatsche nicht abgelenkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall ist, lasst doch bitte ein Like da. Und falls ihr diese Videos öfter sehen wollt, dann auch gerne ein Abo.
In diesem Sinne, immer schön dein Schwingen lassen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.